Gut, da haben wir das hier eigentlich erledigt. Wo geht's jetzt lang? Wir können hier ist der Weg, den werden wir auch gehen. Oder wir könnten auch hier über die Bergkette zu Impa. Aber ganz ehrlich, nee, wir gehen den Weg. Da unten ist noch einer. Was? Habt ihr das gesehen? Da unten ist noch ein Schrein. So, zwei Bernstein. Sehr schön. Noch ein Bernstein. Da ist einfach noch ein Schrein. Ich werd bekloppt. Der Ridahi-Schrein. Hier sind einfach mal drei Schreine innerhalb von. Ja, okay, wenn wir jetzt Höhenmeter nicht mitzählen, innerhalb von 50 Metern. So, der Ridahi-Schrein. Dann haben wir nämlich auch gleich vier Bewährungssymbole zusammen. Ich vergesse immer wieder, wie die heißen. Symbol der Bewährung. So, Kochtöpfe. Nimm Zutaten in die Hand und wirfst sie in den Topf, um sie mit Kochen zu bringen. Wenn das Feuer in dem Topf nicht brennt, kannst du sie nicht verwenden. Sehr schön. Bombenmodul und Wind. Die Bomben sind leicht und lassen sich vom Wind verwehen. Sehr gut zu wissen. Im Takt Ridahi-Schrein. Okay. Alles klar. Ich muss also irgendwie einfach nur die Bälle hier in die Mulden kippen. Alles klar, das sollte ja machbar sein. Komm, ganz ehrlich, das ist zu einfach, wirklich. Das ist, also, jetzt mal ehrlich, das ist wirklich zu einfach. Ich will mich jetzt nicht beschweren, aber ernsthaft? Na gut, mal gucken wir mal, hier ist der dritte ja etwas schwieriger. Aber sieht tatsächlich nicht so aus. Aber da ist eine. Okay, ah, okay, also hier müssen wir ein bisschen im richtigen Moment kippen lassen. Oh, was? Jetzt aber. Okay, das war, oh, das war jetzt so ein Timings-Ding. Also braucht man das richtige Timing. Aber der war tatsächlich ganz cool, weil man den halt springen lassen musste. Aber bei den anderen musste man nur ausrollen lassen. Das war halt wirklich jetzt ein bisschen sehr lame. Da haben wir Metallfässer. Okay, wartet mal. Magnetmodul. Ich habe das Gefühl, ich brauche dieses Fass hier. Na? Hätte ich raufspringen oder was? Ich wollte gerade sagen. Okay, ich brauche also beide. Muss also irgendwie rufspringen. Ja. Ciao. Gott, warte mal, wie soll denn das gehen? Also wir haben die beiden Fässer.
Wir haben die beiden Fässer. Irgendwie glaube ich, dass man vielleicht von hier oben und dann auf das Fass und dann... Warte mal, ich kann hier auch runter, da ist eine Leiter. Lass mich mal kurz überlegen. Also, wir haben die beiden Fässer. Wenn ich vielleicht von den Fässern, wenn ich die hier oben habe, drauf springe. Ganz ehrlich, das Rätsel mit den... mit der Truhe hier ist schwieriger und interessanter als das Rätsel des Schreins selber. Ich probiere das erstmal. Ich springe da jetzt so drauf. Wieso leckt das schon wieder? Ich muss mal ganz kurz gucken. Das darf eigentlich nicht lecken. Also, Kapazität ist da. Ach, so überhaupt nicht ausgelastet. Was soll denn das? Okay, das liegt also an dem, an der Switch selber oder an der Übertragung von der Elgato. Oh, ciao. Es muss irgendwie an der Switch oder an der Elgato liegen, weil es ja selbst schon in meiner Anzeige leckt. Und das ist ja ohne Rendering-Verzögerung und so weiter. Ciao. Das kann nicht wahr sein. Ich will da endlich rüber. Verdammte Scheiße. Oh, ich muss mal irgendwas essen. Ciao. Ach ja. Ja mal. So. Nein. Ciao. Na. Das kann nicht wahr sein. Wie soll denn das gehen? Ich will da rauf. Ich will da rüber. Verdammte Scheiße. Gott, ich will nicht so fluchen. Mist. Ist das Fass eigentlich wieder da? Nö, das ist jetzt für immer weg. Alles klar. Oh, warte mal, ich habe eine Idee. Kann ich... Okay, das funktioniert also nicht. Wie soll denn das gehen? Gott. Ich gehe hier erst raus, wenn ich das habe. Was ist denn das für eine Scheiße schon wieder? Ciao. Mann! Wie kann das funktionieren? Wie bitte? Ich
Das muss hier irgendwie gehen. Ciao. Och. Jetzt ist das Fass auch weg. Was ist denn das? Wenn wir Feuerchen machen. Ich hab kein Holz, ne? Nee. Wie soll denn das bitte gehen? Ganz ehrlich jetzt mal. Und die beiden Fässer sind auch weg. Ja, okay, also ohne Fass wird es halt wirklich nichts. Also ich wüsste jetzt wirklich nicht, wie das. Nein. Wenn ich das eine Fass hier so hingestellt hätte und das andere so an die. Okay, das wäre gegangen. Scheiße, ich trottel. Wartet. Dann mache ich mal in den Schrein fertig und dann gehe ich wieder rein. So. Gib mir dein Zeichen der Bewährung mal eben bitte her da. Yep, Prüfung gemeistert, danke. Die wahre Prüfung habe ich eben nicht geschafft. Aber trotzdem vielen Dank für das Zeichen der Bewährung. Ah Gott, ich will diese blöde Kiste haben. Aber ich will jetzt auch nicht hier stundenlang. Naja, komm, ich glaube weiter. Es bringt nichts. Tiefenwald soll es einen Geist in Form eines leuchtenden Hasen geben. Ihn mit einem Pfeil zu treffen soll Glück bringen. Okay. Wir sollen also auf unheimliche Krokodile, Alter? Wir sollen also auf unschuldige, unheimliche Geisterhasen schießen. Das finde ich aber nicht sehr nett. Gib mir Bernstein. So. Um mal zu gucken, wie hoch das hier ist. Mal so zum Vergleich. Bombe! Boots. Reisebogen. Nee, alles klar. Ist eh zu schwach. Was haben wir da drüben? Hallo, wer bist du denn? Aber ich komme da jetzt nicht rüber. Die Strömung ist ziemlich stark. Und da sind Krokodile im Wasser. Ich habe es eben gesehen. Schon wieder ein Schrein? Alter. Es gibt ja, ich glaube, irgendwie 110 oder 120. Ich glaube, 120 Schreine im Spiel. Stasis-Modul. Nee. Was? Magnetisch? Wie das Ding ist magnetisch. Wow, ciao. Ach, was essen sollte helfen. So. Soldatenschwert, 14 Schaden, nice. Wow. Hey. So. Der König der Sniper. Eigentlich war ja mein Plan,
mit dem Magnetmodul diese blöden Fässer zu zerstören. Was auch funktioniert hätte, hätte ich getroffen. Ah ja, okay. Aber dafür haben wir jetzt die Truhe. Und in der Truhe haben wir einen Boomerang. Ey, cool. So, Boomerang. Wie ein Boom, 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 Boomerang. Oh, ich hätte ihn fangen müssen. Okay. Toll, bei den alten Zelda-Teilen ging das immer so. Da brauchte ich nicht selber fangen. Ja, hier ist ein Schrein irgendwo schon wieder.